Hallo zurück bei mir im Küchengarten. Bevor es mit dem Rückblick auf das Garten-YouTuber-Treffen 2023 losgeht, wollte ich euch unbedingt hier aus meinem Garten begrüßen, denn in meinem letzten Video am Schluss habe ich euch versprochen, dass ich euch im nächsten Video wieder aus dem Küchengarten begrüße und ich halte immer meine Versprechen. Und jetzt Film ab! Es ist soweit. Alle Jahre wieder findet das große Garten-YouTuber-Treffen bei Florian Rigotti im Rigottiland statt. Letztes Jahr war ich das erste Mal mit dabei. Heute fahre ich zum diesjährigen los. Es wird um einiges spannender als letztes Jahr, obwohl das schon ziemlich aufregend für mich war. Aber im letzten Jahr spürte man noch so die Nachwehen von der Corona-Pandemie. Es war das erste Mal, es haben sich noch nicht viele getraut zu kommen. Und dieses Jahr sind ganz viele Kanäle mit dabei, altbekannte und auch so viele neue. Ich freue mich riesig. Und während meine drei Männer hier im Hintergrund weiter an dem neuen Hühnerauslauf arbeiten, mache ich mich auf den Weg nach Deutschland, nach Bayern. Vielleicht gibt's eine Weißwurst. Gleich nach meiner Ankunft war ich mittendrin im Getummel. Ein paar Leute kamen zurück von einer geführten Pilztour. Max von der Gartenkanal hatte diese organisiert. Und ob sie erfolgreich war oder nicht, wird er euch gleich selbst erzählen. Max, zeig mal deinen Körper bitte. Wo ist der Pilz da? Yes. Der ist aber hübsch. Und wir haben manchmal läuft es nicht. Hätten wir besser am Edeka-Pilze gesucht. Weiter ging es dann im Rigotti-Mobil. Eine Anzahl von Helfern fuhr hinunter ins Sägewerk, das ihr ja sicher alle kennt. Dort war Florians Feuertonne gelagert, die wir für das Abendessen brauchten. Also haben wir sie gemeinsam abgeholt. Gut gesichert ging es mit der dann wieder ins Rigottiland und Max hat dann noch ein bisschen geblödelt. Keine Sorge, alles auf der Privatstraße. Ein bisschen Spaß darf sein. Und auf dieser Tonne grillte Tobi vom Kanal Tobias Kabel dann seine legendären traditionellen Burger. Das war wie immer ein großartiges Fest. Wir hatten auch alle viel Hunger mitgebracht und der Ansturm auf die Tonne war groß. So gingen wir alle gut gestärkt in das Abendprogramm. Zuerst hat der Förster Heinz ein mitgebrachtes Reh filetiert. Mit tatkräftiger Unterstützung von Carsten und Laura. Daraus sollte nämlich ein herrliches Rehgulasch für den nächsten Abend entstehen. Gysi vom Kanal Garten Gysi hat herrliche Forellen, die er aus seiner eigenen Zucht mitgebracht hatte, filetiert. Flo hat fleißig geholfen und dann spät am Abend hat Heinz
noch die Küchenhexe angefeuert und dort das herrliche Gulasch zubereitet, sodass es einige Stunden Zeit hatte, gut durchzuziehen. Absolute Pflicht bei den Garten-YouTuber-Treffen ist natürlich der Auftritt der Garten-YouTuber-Band. Ob das nun musikalisch ein großer Hochgenuss ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Spaß und gute Laune macht es auf jeden Fall. Aber bitte der Morgen bei Florian Rigotti zu Hause. All meine Träume werden wahr. Mein Gott, frischer Marillenkuchen, gekocht oder gebacken von einer Niederösterreicherin mit Marillen von Dominik Schreiber. Mmh. Herrlich. Oh, du hast schon einen Kaffee. Das ist die herrliche Frau. Die Marillengöttin. Ja, genau. Sand Schreiber. Ja. Herzlichen Dank. So frühstückt man in Regensburg. Ja. Ich lerne nie aus. Jupp. Ja, also ich habe mich überraschen lassen. Und deswegen haben wir jetzt Sushi mit Lachs, Gurken, Paprika und natürlich einen Marillenkuchen. Ist klar, das ist das klassische Frühstück. Kennt man auch so aus Thailand. Das absolute Highlight dieses Vormittags waren natürlich die tollen Workshops. Jupp hat einen gehalten, sowie Dominik Schreiber über den Obstbaumschnitt, Thomas, der Tomatenflüsterer, natürlich über Tomaten, dann hier Heiko vom Kanal 1001 Gartentipp und dann Carsten zum Thema Wildkräuter, das war wirklich sensationell. Leider konnte ich mir nicht alle anhören, da ich währenddessen zusammen mit Maren von Marens Schwabengarten zwei Blech Apfelstrudel gebacken habe, um den süßen Zahn aller Teilnehmer am Abend nach dem Livestream zu befriedigen. Dann habe ich natürlich auch noch eine Runde durch Rigottis Garten gedreht und dabei einige lustige Vögel getroffen. Und ihr kennt doch sicher alle den Klaus, heute ohne Dani. Juhu! Ja, zum Abschminken. Ja, mögen aber die am liebsten die Futter geben, oder? Heiko? Hallo? Was gibt es Gutes? Ja, das haben die heute gar nicht gefragt, was so das Lieblingsessen aus dem Garten ist. Mhm. Und die anderen Livestreams hieß es immer, naja, so Gemüsepfanne, ne? Mhm. Bratkartoffeln oder das Gartengemüse. Und genau das wird gebraten hier. Also die anderen Essenssachen sind da drüben, gell? Das war, glaube ich, auch so gedacht, dass man da drüben essen. Aber ich glaube, das ist. Wo ist mein Loch? Oh, meine Stirn nicht. Da drüben sehen, ne? Ist Curry und alles. Das deswegen frage ich. Ja, das ist lustiger als das, gell? Ich kann ja auch Loopings. Ich kann auch Loopings. Das haben wir auch total gesagt. Was allerdings hier im Weiher passiert ist oder wer hier hineingefallen ist, wird auf immer ein Rätsel bleiben. Und so geht ein wunderschönes Wochenende im Rigottiland auf dem Garten-YouTuber-Treffen 2023 zu Ende. Es war vollgepackt mit Eindrücken, schönen Erlebnissen, lehrreichem und spannendem. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut unbedingt bei all den anderen Gartenkanälen vorbei. Da ist sicher für euch auch etwas dabei. Ich verlinke alle unten in der Beschreibung. Gebt dem Video gerne einen Daumen rauf und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Tschüss, Rigotti!